Dankeschön. Frau Rollo, mal schauen, wer heute den ersten, nicht den ersten Preis, aber den ersten Gegenstand unserer Tombola gewinnt. Das ist das Los mit der Nummer 2, 9, 7, 8 und 3. 2, 9, 7, 8, 3. Wer hat dieses Los? Wer hat diesen Abschnitt? Darf ich mal um einen? Da kommt jemand. Ja, prima. Ja, der Weg ist weit, von ganz hinten bis ganz vorn. Wir gucken mal, ob das zusammenpasst. Tatsache, musst du, schön bist du ja. So. Wir fangen mit etwas kleineren Preisen an, ja, aber das macht ja nichts. Weil es heute so warm ist, gibt es mal drei Flaschen Saft. Das ist ja ein Anfang, ne? Genau. Ich weiß gar nicht, wie Sie die wegkriegen wollen. Denn das ist ja noch nicht alles. Da müssen wir das ja auch irgendwo noch einfüllen können, diesen Saft. Und deswegen habe ich mir gedacht, dazu gibt es gleich noch ein schönes Saftserie. Da ist auch noch ein Krug mit drin und 6 Gläser. Und da können wir das am Tisch verteilen. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Preis am heutigen Tag. Jawohl. Sehr schön. Wir ziehen gleich noch einen. Und in der Zwischenzeit könnte unsere Band schon allmählich Aufstellung nehmen. Das wären dann nämlich die nächsten, die auftreten. Es ist das Los mit der Nummer 2, 4, 5, 2, 6. Wer? Wer hat das Los mit der Nummer 2, 4, 5, 2, 6? Jens hat es? Nein, Jens hat es nicht. Wer kommt nach vorne? Sehe ich irgendwo ein Handzeichen, bitte mal? Nee, sollst nicht winken, nur wenn du das Los hast. Haben wir keinen? Letzter Aufruf. 2, 4, 5, 2, 6. Keiner da. Dann verschwinde zu meiner Tasche und wir ziehen ein neues Los. Es dürfen übrigens auch Männer zu mir kommen, ja? Nicht nur Frauen. Ein bisschen was für Männer habe ich auch da. So, Dankeschön. Es gewinnt das Los mit der Nummer 2, 4, 8, 0, 3. Noch einmal. Haben wir jemanden? Oh, gucke. Ja, komm zu mir. Ja, komm. Wer hätte das gedacht, dass du heute was gewinnst, ne? Genau. Kein Mensch, glaube ich dir. So, wir vergleichen nochmal die Nummern, wir zwei. Ach so, okay, die anderen haben dir das gesagt. Stimmt, passt. Wunderbar. Wir müssen jetzt nur ein bisschen Platz lassen, dass ich mal hier rankommen kann an meine große Schatztruhe. Ich bin heute so ein bisschen auf dem Retro-Trip. Ich finde das einfach toll. Und Retro gibt es heute eine Kaffeemaschine. Einfach mal so zwischendurch. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Prima. Applaus von euch. So, genau an dieser Stelle hören wir jetzt auf, los in die Trommel zu füllen. Da war nämlich jetzt jemand, der hat gesagt, merkt ihr mal bitte das, ja? Also, gemogelt wird hier nicht, ne? Ja, dann ist die Bandlage auch soweit. Ein Los ziehen wir noch. Sehr schön. Danke sehr. So, also, zunächst einmal. Es gewinnt das Los mit der Nummer 2, 4, 3, 8, 3, 2, 4, 3, 8, 3. Wer hat diesen Losabschnitt? Da kommt jemand. Es ist genau wie in den letzten Jahren auch. Die Männer schicken immer ihre Frauen vor.
um die Preise abzuholen. Ist sehr schön. Deswegen gibt es auch jetzt was ganz besonders Schönes. Hallo? Wir überprüfen nur den kleinen durch den großen. 1, 4, 3, 8, 1. Stimmt, genau. So, was nehmen wir denn hier? Ah ja, ja, hier ist auch was Schönes. Guck mal hier. Es ist Sommerzeit, wir sind wieder öfter draußen, habe ich mir gedacht, ein Außenlautsprecher ist doch nicht eine tolle Sache. Ja, besser als ein Bügeleisen, ja. Genau, viel Spaß damit, mit Bluetooth-Anschluss und allem, was dazugehört. Ein Applaus für unsere Gewinnerin. Gucken wir mal, den wir glücklich machen können mit der Losnummer. 2, 4, 8, 2, 6. Sag's nochmal. 2, 4, 8, 2, 6. Wer hat diesen Losabschnitt? Oh, guck mal. Ihr beide dürft jetzt mal vergleichen. Ihr seid jetzt auch mal Notar, ja? Genau. Stimmt die Losnummer überein? Ja, prima. Dann darf ich dir schon mal einen super Grill überreichen. Das Wetter ist schön für den Garten. Ja, du renn nicht gleich weg, ne, warte dann mal. Also, jetzt hat er einen Grill bekommen und damit das Ganze nicht nur mit einem teuren Grill endet, gibt es auch noch eine Tüte Erdnussflips dazu. Ja, so, prima. Willst du noch was? Warte, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Zum Grillen gehört ja auch immer noch ein kleiner Trunk. Also noch eine kleine Krombacher 11 dazu. Viel Spaß damit. Grillschön. Ja? Applaus für unseren Gewinner. Unsere Majestäten ziehen schon das nächste los. Wollen wir mal gucken. Ja. Oh ja. Das ist eine gute Nummer. Da gewinnt hundertprozentig jemand. Ja, nee, nicht. Die 2, die 4, die 5, die 9 und die 6. 2, 4, 5, 9, 6. Wer hat diesen Losabschnitt? Wer? Da. Oh ja. Ihr vergleicht wieder. Nächstes Mal stellen wir Jens ganz nach hinten an die Wand und holen die Gäste alle nach vorne. Ja, genau, das werden wir machen. Wir haben solche weiten Wege jetzt hier zurückzulegen. Also, ihr vergleicht mal, ich gucke schon ein bisschen nach deinen Geschenken. Stimmt es? Wunderbar, prima. Die Frau von Welt bügelt gern, also gibt es ein richtig tolles Dampfbügeleisen. Dankeschön, noch nicht, noch nicht. Das ist jetzt noch ein bisschen wenig. Deswegen habe ich mir gedacht, dazu stellen wir gleich noch ein Bügelbrett. Also jetzt haben Sie bestimmt schon ein Bügeleisen und auch ein Bügelbrett für sich, das jetzt für Ihren Mann. Ja, oder so, genau. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn und der Applaus ist für Sie. Eins nehmen wir noch. Und danach geht es dann weiter mit einem Schüler unserer Musikschule. Der kann sich schon mal fertig machen. Oh, das ist auch eine tolle Nummer. Es beginnt wieder mit einer 2. Dann kommt eine 4. Dann kommt eine 1. Und eine 0. Und noch eine 0. 2, 4, 1, 0, 0. Wer hat diesen Abschnitt? Nein! Nein! Ich kenne
schön. Also, fürs Zimmer, für draußen, für Camping, für was weiß ich, viel Spaß damit mit einem Radio-Recorder, mit CD-Player und USB-Anschluss und allem, was dazugehört. Habt ihr schon geklatscht? Nö. Prima. So, an dieser Stelle, Tombola erstmal wieder geschlossen. Ich danke. Ja, so. Also, nochmal spannend aufbauen. Es gewinnt das Los mit der Nummer 2-4-0-9-4. Wer? 2, guck, ah, guck an, guck an. Ihr vergleicht wieder, ja, damit er nicht mogelt. Ja. Ihr habt ja einen Garten zu Hause, ne? Ja, prima, genau. Da wollen wir Mutti mal ein bisschen unterstützen. Ja, da ist ein Schlauch drin und Müllsäcke und Gartenschere und Knieschützer für dich, ja? Damit du richtig schön runtergehen kannst. Herzlichen Glückwunsch, Christi Linke. Danke. Und ich höre einen Applaus. So, ihr seid jetzt hier auch soweit. Ich danke euch zwei erstmal. Ich glaube, Jan, es ist soweit. Ja, hat an ihn glücklich mit einem tollen Preis unserer Tombola. Das ist übrigens Flunder, ja? Musikbereich. Ja, super. Genau. Tolle Sache. Prima. So, jetzt kommen wir zu der Losnummer. Es gewinnt das Los mit der 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 7, 8. Wer hat das Los? Wer hat den Abschnitt? Du? Oh. Das ganze Leben ist ein Kind. Und die kann nie warten. Das ganze Leben ist ein Kind. Darauf wir warten, warten, lüften. Also, Losnummer stimmt. Jetzt habe ich leider für Jungs in deinem Alter nicht unbedingt was Radios weg. Käse, ja? Also, pass auf, es gibt erstmal so ein bisschen was an Licht für euer Weg oder für den Garten, das Solartechnik, ja? Das funkelt also dann von ganz allein. Und ich habe noch eine Kleinigkeit. Das ist noch so ein Solarthermometer, das Licht drin, das leuchtet dann so ein bisschen bläulich. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Du kriegst von uns einfach noch eine Kleinigkeit hinter. Bring das erstmal weg und dann gehst du mal zu Bonnie. Bonnie, wo bist du? Bonnie. Bonnie, hast du noch 5 Euro in der Tasche? Prima. Das war jetzt nicht so das Richtige für ihn, aber für Mama und Papa vielleicht, dann kriegt er noch 5 Euro für Spargeld. Ne? So ist schön. Fein. So, sehr schön. Siehst du, so spontan sind wir in Rom jetzt. Ja, Martin? Ja, genau, so machen wir das. So, und dann, das erste Los kommt gleich jetzt. Kannst du es ruhig stehen lassen, stört mich nicht, alles gut. So, prima. Der Rodi Tobias. So, es gewinnt das Los mit der Nummer. Woher weißt du das? 2-4-8-0-7-2-4-8-0-7. Wer hat's gewonnen? Ja. Komm zu uns. Auf die Bühne und die Bretter, die die Welt bedeuten, bitte einmal die Losnummer abgleichen, ob es auch stimmt. Ich bin fest davon überzeugt, dass es stimmt. Der Bürgermeister ist wieder auf seinem Retro-Trip. Heute gibt es einen wunderschönen Retro-Toaster.
die möchte meine Frau eigentlich haben, aber die kriegst du nicht, die nehme ich jetzt nur dir. Ja? Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du kriegst auch noch einen, mein Hase. Prima. Applaus für unsere Siegerin. Das nächste Los bitte für mich. Ja. Ja. Wollen wir das nehmen? Wirklich? Okay, gut. Wir suchen einen Gewinner. Und der sollte die Losnummer vorzeigen können. 2. 4. 6. 3. Und 2. 2, 4, 6, 3, 2. Wer hat diesen Losabschnitt? Ich gucke in die Runde. Ich sehe keine Hand. Ich sehe auch niemanden in meine Richtung kommen. Nochmal, letzter Aufruf. 2, 4, 6, 3, 2. Wer hat es? Niemand. Okay, bitte ein neues Los. Was meint er? Ist der da oder Sie? Gib mal einen Tipp ein. Ja? Okay, also meine Majestäten sagen, jetzt haben wir jemanden unter uns, der gewinnt. Mit der Nummer 2, 4, 6, 5, 2, 7, 3, 2, 4, 0, 7, 3. Wer hat diese Losnummer? 2, 4, 0, 7, ja komm, komm schnell zu mir. Wir vergleichen jetzt mal die Nummern, ja, damit das auch mit rechten Dingen zugeht. Stimmt? Prima, ein Sonnengrill aus Edelstahl. Nicht rosten, wird immer einsatzbereit. Dafür kann man nochmal zwei haben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, genau. Ich habe ja noch einen Preis. Ich habe ja noch einen. Das hätte ich ja fast vergessen. Rehberger steht da drauf. Ne? Also, wenn man ein Foto machen möchte, Bürgermeister mit Fahrrad, wirklich ein bisschen mit Auto. So, das ist jetzt unser Hauptpreis am heutigen Nachmittag. Und dafür ziehen wir jetzt eine Losnummer. Habt ihr schon? Okay. Dann wollen wir mal gucken, wer das Fahrrad heute gewinnt. Möglichst nicht der oder diejenige aus dem letzten Jahr. Das hatten wir auch schon mal. Ja. Wir sind alle so gespannt. Es gewinnt das Los mit der Nummer 2, 9, 1, 6, 9. 2, 9, 1, 6, 9. Wer hat heute das Fahrrad gewonnen? Ich sehe da hinten so ein bisschen Aufregung. Oh, es bleibt im Rogetz. Nun, wir gucken erstmal, ob die Nummer auch wirklich stimmt. Das machen meine Majestäten. Herzlichen Glückwunsch zu einem niegelnagelneuen Fahrrad. Ich bring's dir gleich mal runter. Tadellos mit Disco-Licht. Wahnsinn. Passt auch zu dir. Also besser hätte ich es nicht kaufen können. Okay. Herzlichen Glückwunsch unserer Siegerin des heutigen Hauptpreises.